Willkommen zurück zu MRG 3. Wir sind ja immer noch bei der 6. Mission stehen geblieben. Irgendwann mit einem Bungee-Sprung. Dann machen wir jetzt auf jeden Fall die Kampagne fortsetzen. Jetzt gucken wir uns mal kurz das Video an. Da ist die Kamerafrau vor Schreck in Ohnmacht gefallen und das ausgerechnet auf den Gleisen. Ja, das ist jetzt mittlerweile das dritte Video zu dieser Mission, aber eines kann ich euch sagen, in diesem Video werden wir in diesem Video werden wir die Mission ganz sicherlich schaffen, weil ich jetzt den Fehler gefunden habe. Und zwar müssen wir die verletzte Person, die da unter dem Baum liegt, mit dem Rettungsboot holen. Zunächst holen wir aber wieder das THW, die Einsatzkraft. Der Einsatzkraftwagen. Was brauchen wir noch? Den Bergefahrzeug. Also das Bergefahrzeug, den Brückenleger. Der ist ja immer ganz langsam. Also der braucht immer ganz lange. Dann einen Rüstwagen mit einem Feuerwehrtaucher und auf jeden Fall, nein, kein Apfelbad, sondern ein Motorboot. Zunächst müssen wir, wie gesagt, wieder die Bahnsignale umstellen, sodass kein Zug kommt. Weil sonst werden wir überfahren hier und das wollen wir ja nicht. Nein, das hat Bergefahrzeug, das brauchen wir eigentlich noch nicht. Sondern erst das Brückenfahrzeug natürlich, genau. Und hier können wir das aufbauen. Die Leute brauchen wir hier oben. Schon unterwegs. Und jetzt sperren wir zuerst das erste Gleis. Kein Problem, das ist schön. Motoren, yo, das machen wir da jetzt sofort. Immer mit der Ruhe. Obwohl Zeit, ne? Ist ja hier Mangelware. Ja, komm, gib mal ein bisschen Stoff. So könnt ihr mit 10 km/h rum. Oh mein Gott, egal. Das ist fertig. Super. Dann geh mal zum zweiten Gleis und stell das Signal um hier. Die Sanitäter schicke ich direkt mal mit, weil das erste Gleis ist ja wie gesagt gesperrt. Wir können hier erwarten, weil Zeit haben wir ja wie gesagt nicht. Ihr kommt auch mal mit, ihr braucht ja wieder 30 Jahre. Mal gucken, was das Brückenlegefahrzeug braucht oder macht. Okay. Bei der zweiten Platte ist ja nicht besonders viel oder weit. Komm, jetzt geht mal ein bisschen Stoff, jetzt legt er noch eine Platte hin. Jetzt kommt wahrscheinlich der Zug, aber da wir ja alle okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Die Mission ist jetzt nicht gescheitert, aber ja, okay, die sieht jetzt ein bisschen zermatscht aus. Komm, jetzt geh schnell über den Gleis, bevor ein Zug kommt wieder. Kein Problem. Aber wir müssen die Mission eigentlich noch schaffen. Der Trinkende. Auf jeden Fall müssen wir das noch schaffen, weil das Gleis ist auch gesperrt. Jetzt holen wir erstmal die ertrinkende Person hier im See.
unterwegs. Dann können wir das Boot natürlich hier ins Wasser lassen. Auf den Weg. Dazu bräuchten wir aber logischerweise ein Feuerwehrmann, der da reingeht. Deswegen holen wir nochmal kurz einen Wagen. Das Gleis ist jetzt auch endlich gesperrt, sodass die Kollegen jetzt hier arbeiten können, ordentlich, falls die Person überhaupt noch zu helfen ist. Weil die sieht echt nicht gut aus, die sieht ein bisschen, ja, sehr matsch aus, ne, also, aber die wird noch, sieht man ja hier, ganz schön. Fahrzeug eingetroffen. Zunächst einmal die Person hier, bevor die uns wegsäuft. Dann wieder zwei Krankenwagen brauchen wir ja noch. Genau. Und den einen Feuerwehr. Mann. Okay, ich habe jetzt zwei genommen. Doppelt hält eben besser, ne? Das heißt, es warten. Warten, nochmals warten. Ja, du brauchst jetzt wieder eine halbe Ewigkeit, bis du da bist, ne? Fahrzeug eingetroffen. Das Problemfahrzeug brauchen wir nicht. Das macht der Kran. Wo ist der denn? Nein, genau falsch. Du solltest hier über die Brücke, fahren. Komm. Ja, fahr mal rückwärts sauber. Kann man schon einsteigen? Nein, kann man nicht. Vielleicht kann man das jetzt Wasser lassen und dann einer einsteigen. So wie jetzt. Bin unterwegs. Und jetzt musst du leider baden gehen. Oder du bringst dich einfach da rein, mal gucken. Ja, du bringst dich einfach da rein oder so, genau. Wir müssen nämlich jetzt eh noch warten, bis endlich hier. Ja, fahrt jetzt nämlich rückwärts, ja, Mike. Die machen sich dann aber kompliziert. Ah, okay. 360-Grad-Wendung. Sehr schön. Hat einer in der Fahrschule wohl aufgepasst. Alles klar. Und ist der Rettungstaucher mittlerweile da? Komm, heb den mal auf und jetzt schön an Land. Genau. So, jetzt brauchen wir eigentlich beide hier, beide Krankenwagen. Der eine kommt hier hin. Auf dem Weg. Der zweite kommt da, wo der Baum ist. Ja, packen wir den mal hier hin. Bin unterwegs. Baum packst du mal schön an der Seite, am besten ist kein stört hier. Schon unterwegs. Jetzt kannst du nämlich hier schon den Anker legen. Und du, Kränchen, fährst mal schnell aus dem Weg. Ich hoffe, der Baum ist jetzt nicht im Weg, weil dann wäre nicht so gut. Schon unterwegs. Und lang fährst du. Die Leute muss man nicht verstehen hier. Ist okay. Wo sind die Krankenwagen schon wieder? Die sind, war mir klar, die müssen jetzt wieder einzeln hier verschieben. Die haben es ja anscheinend nicht so, ne, mit dem Navigieren. Bin unterwegs. Machen sie sich mal. Ist aber auch echt kompliziert. So, die Frau ist fertig. Also, ja, soweit stabilisiert. Ist okay. Jetzt gibt es einen Krankenwagen wieder und dann ab zum Krankenhaus. Jetzt kommen die nicht rüber, ey. Das darf echt nicht wahr sein. Das darf doch echt nicht wahr sein. Bin unterwegs. Jetzt schnell zum Taucher. Der ist jetzt auch endlich angekommen. Auf dem Weg. Ich hoffe, dass die Ärzte den behandeln, auch wenn er jetzt noch halb im Wasser liegt. Aber das muss sie ja deswegen, ne? Oh, Familienmission verloren, zu viele Opfer. Dann machen wir mal sofort die Mission wiederholen.
Und dann machen wir mal direkt ein bisschen Stoff. Das war das Bergefahrzeug, wollte eigentlich zuerst den Ingenieur. Das Brückenfahrzeug. Dann ein Feuerwehrmann und ein Taucher und jetzt drei Krankenwagen. Fahrzeug eingetroffen. War jetzt mit der Brücke. Die Folge wird ein bisschen Überlänge haben, wie halt jetzt auch schon, aber sonst. Upsala. Ja, jetzt haben wir zwei Doppelte. Wie gesagt, sonst. Ja, sonst sind wir hier dann mit der 10. Folge dran. Ja, du kannst es leider wieder gehen, ich brauche mir hier nicht. Ich brauche mir aber eigentlich das Brückenfahrzeug. Da habe ich wohl das Falsche. Oder halt doppelt. So wie es aussieht. Genau. Egal. Wir haben es ja, ne? Schon unterwegs. Bin unterwegs. Ist aber auch. Der ist aber auch genau. Ist ja echt unglaublich. Kein Problem. Mann, oh Mann. So. Ja, komm, geht um Stoff. Jetzt brauchen wir einen Krankenwagen. Nein, ich sag ein. Nicht aussteigen, Leute. Einsteigen, hopp. Bin unterwegs. Ja, das ist schön, dass du unterwegs bist. Bin unterwegs. Du kommst Fahrzeug ganz nach vorne. Schon unterwegs. Die Schranke ist hier unten. Schon unterwegs. Ich brauche mir wieder hier ganz hinten. Und zwar hier. Da ist der abgesperrt, da kann man ja problemlos drüber laufen. Und die können wir jetzt auch nach Hause schicken, ich brauche mir jetzt gerade nicht mehr. Und jetzt gucken wir uns mal zu, wie das Brückenlegefahrzeug. Denn was brauchen wir auch nicht, vielen Dank. Das Brückenlegefahrzeug hat jetzt hier die Brücke gebaut. Und zunächst einmal ein Motorboot wieder. Eigentlich solltest du einsteigen, Taucher, aber auch auf egal. Den Weg. Los geht's. Auf den Weg. So, der ist noch am Laufen, ne? Ach, der da hier vorne ist ja gerade mal. Auf der Brücke noch. Wenn wir nicht bald etwas unternehmen, wird der verunglückte Springer im See ersinken. Gibt ja auch schon Stoff, ne? Aber wenn ihr das Bullbildchen Verspätung hat, ja, dann können wir es ja auch nicht ändern. Das können wir aber schon mal schön zu Wasser lassen. Komm, geh über die Brücke. Und fahr über die Brücke, natürlich. So, ich schalte gleich die Mission wieder wegen zu vielen Opfern. Und das wollen wir ja. Oh, ich weiß schon wieder, das wollen wir ja diesmal nicht. Jetzt brauchen wir nämlich nur das Motorboot, das hier gerade vorne noch fährt. Los geht's! Der ist jetzt gegangen, jetzt können wir nämlich auch den Krankenwagen, also die Assistentin und den Arzt hier hinschicken. Ja, ich gebe dir schon gar. Schon unterwegs. Ach, hier ist abgesperrt, deswegen. Die Musik kann ruhig noch dramatischer werden, aber im Moment gibt es keinen Anlass dazu. Los geht's. Schon unterwegs. Jetzt müssen wir noch einen Kran holen, den habe ich anscheinend vergessen. Oder mich verkriegt. Oder wir haben jetzt wieder doppelt. Jetzt kann der Zukunft diesmal nichts. Ansonsten ist das die Schuld vom Bahnfahrer. Genau. Ach, ein Bergefahrzeug habe ich schon wieder geschickt. Bin unterwegs. Ja, dann fahr mal.
Schon unterwegs. Weil so viele brauchen wir jetzt hier nicht. Schon unterwegs. Ja, war mir klar, dass der kommt jetzt hier nicht raus. Fahrzeug eingetroffen. Das ist schön, dass du auch mal eingetroffen bist. Wir warten auf dich. Bin unterwegs. Schon unterwegs. Aber Hauptsache hier, der Taucher hält erstmal die Person. Ist in Arbeit. Schon unterwegs. Auf dem Weg. Und die schaffen wir auch. Ja klar, die können wir eigentlich schon wieder sofort abtransportieren. Die ist ja top munter. Das Bergefahrzeug der kommt ja angefahren, sehr schön. Das brauchen wir nämlich unbedingt. Hier beim Taucher. So, du bist jetzt über die Brücke, du musst ja schnell den Baum hochheben. Bin dabei. Ist noch zu Gange. Aber dich können wir schon mal auf Reisen schicken. Ist in Arbeit. Du willst schnell laufen. Bin unterwegs. Ja komm, gib Stoff. Bin unterwegs. Du natürlich auch. Die Mission wäre natürlich jetzt immer anspruchsvoller und das sieht man auch daran, dass man die Mission auf Anhieb nicht mehr schafft. Höchstens vielleicht, wenn man die Schwierigkeitsstufe auch leicht hat. Wir haben die aber nach wie vor auf Mittel. Kein Problem. Ist in Arbeit. Und wie viel hat der jetzt noch? Der muss ja. Nein, der muss nicht reanimiert werden, das ist schon gut. Schon unterwegs. Den fahren wir mal schnell weg, weil der sonst im Weg steht. Auf dem Weg. Wird ausgeführt. Aber den Krankenwagen haben wir schon wieder falsch positioniert. Auf den Weg. Das korrigieren wir jetzt mal schnell, weil wir müssen ja auch irgendwo raus. Hier. Da vorne geht's ja nicht. Da sind so viele Büsche. Bin unterwegs. Auf dem Weg. Jo, wieder aussteigen. Ne? Ihr braucht im Moment keinen mehr helfen. Ihr habt euer Bestmögliches getan. Brauchst noch ein bisschen. Wo habt ihr denn jetzt hier die zwei? Habt ihr die etwa hier stehen gelassen? Nein, ihr habt die mitgenommen. Die sind aber anscheinend verschollen. Ach, hier vorne sind die. Auch legt die doch jetzt nicht da ab, wo man nichts sehen kann. Auf den Weg. Ach, die sind schon wieder ausgestiegen. Das Spiel muss man echt nicht verstehen. Bin unterwegs. So, dem geht's natürlich gut, den müssen wir schnell abtransportieren. Es geht ja hier um Minuten, wenn nicht schon um Sekunden. Oh, hier ist ein Reh. Da im ersten Augenblick aus wie ein nicht wie ein Schaf, sondern wie ein Pferd. So wie es halt muss sein. Oh, der läuft aber. Der hat ihn jetzt an den Beinen anscheinend. Ab zum Krankenhaus. Genau. Wenn du jetzt auch den Weg dahin findest. Du sollst über die Brücke. Sag jetzt. Oh Gott. Alles klar. Das Fahrzeug war im Weg. Natürlich. Und ihr könnt auch immer nur alleine über die Brücke gehen, weil die Brücke sonst einstürzen kann, ist klar. Ne? Also Fahrzeuge können problemlos drüber, aber Personen müssen einzeln. Das ist natürlich bekannt. Bin unterwegs. Auf dem Weg. Bin unterwegs. Ich schaff das auch.
Nicht wieder aufsteigen zum Krankenhaus. Genau. Oder eher gesagt zur Basis. Na, ich weiß, wir sind gerade ein bisschen im Weg, aber nur ein ganz kleines bisschen. Vielleicht klappt es jetzt besser. Aber jetzt, yes, genau. Das kannst du nämlich zurück zur Basis. Zu Wasser lassen, zur Basis, genau. So, du bist doch auch topfit. Also ab mit dir zum Krankenhaus. Ein Taucher kann, der kann jetzt auch schon mal abfischen. Der braucht jetzt eh wieder bald Stunden. Und mittlerweile staut sich hier auch der Bahnverkehr. Also der eine Zug. Aber der kann ja noch warten. Aber erstmal lassen wir das erste Gleis wieder ja, freigeben. Dann setze ich nämlich dazu auch in Bewegung. Weil den Bahnverkehr müssen wir natürlich freigeben. Steht jetzt zwar noch nicht, aber das ist so. Das wird er dann höchstens gleich anzeigen schon. So, jetzt über Kopf, jetzt müssen wir ein bisschen umdenken. Wir müssen hier hingehen. Wir. Zurück zur Basis gleich, wenn alle drin sind. Das Bergefahrzeug auch zurück zur Basis. Können wir eigentlich das Brückenlegefahrzeug auch irgendwie einsammeln? Anscheinend nicht, aber das brauchen wir ja auch nicht. Ne, da drüber fahren brauchst du nicht. Das ist ja Quatsch. Das ist ja Quatsch. Auch Leute, fahrt da auch hier drüber über die Brücke. Über die Brücke. Nicht über die Brücke. Dann einsteigen und dann zurück zur Basis. Genau. Bin unterwegs. Der Zug ist natürlich schon gerollt. Das können wir nämlich schnell auf den ersten Gleis. Ohne zu gucken natürlich. Genau, du kannst es ja. So, du musst jetzt hier noch zu diesem Gleis. Aber da braucht man gar nicht, weil wir haben die Mission erfolgreich abgeschlossen. Gesamteffizienz 82%. Ja, ist in Ordnung. Budget haben wir ein bisschen überzogen, 13.625, aber das ist ja egal. Hauptsache, wir haben es geschafft. In der nächsten Folge seht ihr die 7. Mission. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!